hier schon? Keine Ahnung. Nee, hier waren wir noch nicht. Und dies, das ist auch jetzt unser letztes. Und unsere HP erhöhen sich. Sehr schön. In diesem Spiel sind alle Power-Ups top, finde ich, aber Herzhal sind wir noch immer am liebsten. Also Herzhirn. Sieben Gegner, aber keine Tür. Sehr schön. Na gut, links ist auch nichts. Ach so. Ja, ich weiß schon wieder. Seht ihr? Wieder so eine unlösbare Stelle, wo ich als kleines Kind wieder einen Hass auf dieses Spiel hatte und monatelang nicht mehr gespielt hatte. Ach ja, solche Stellen vergisst man nicht, wenn man so lang dafür gebraucht hat, um mal drauf zu kommen, dass da was faul ist, vergisst man das wirklich nicht so schnell. Aber ich sehe gerade in diesen Dungeon gibt es ziemlich viele Power-Ups. Oh, ein rotes Juwel. Und der Windkanal blast uns links in die Ecke. Mann! Slide! So. Also, oben ohne ist dieser Windkanal ja nicht. Wow, wieder ein Herzall. In diesem Dungeon gibt es wirklich sehr viele Power-Ups, sehe ich gerade. Naja, in Mu haben wir ja nicht sehr viel bekommen. Und wo? So. Hier soll es rechts sein. Jetzt mache ich einen Triple Cube. Ach man, doch nicht. Da müsste man ganz genau in der Mitte sein, dass es geht, aber naja, ich glaub's. Ja, hier hören wir auch schon den Wasserfall, wie uns die Frau erzählt hatte, und jetzt sollen wir rausfinden, wo er am lautesten ist. Ich würde sagen, hier. Ja, gehen wir doch nach rechts. Mann, Mann. Dieser Wasserfall bläst mir die Ohren weg. Naja, egal. Ja, hier sind wir, er weiß, wo Kara ist, aber er befreit sie nur, wenn wir seine Rätsel lösen. Vier Rätsel haben wir zu lösen. Ja, pass mal auf, jetzt müssen wir uns diesen Raum merken. Ja, also eine blaue Vase, zwei orangene Vasen, zwei Kerzen und ein
Dingsbums. Okay. Nächsten Raum. Ja, ich glaube, die Entscheidung fällt einfach. Die blaue Vase ist gefaked. Ja, nächstes Rätsel. Okay, zwei Vasen, zwei Bilder, eins grün, eins blau. Okay. Zwei Bilder, eins grün, eins blau, aber die Vasen sind natürlich blau. Ich glaube, das ist sogar für Dreijährige. Aber jetzt, in dieser Schatzkiste, ist ein Heilkraut. Und jetzt sollen wir im nächsten Raum, ohne uns bewegen zu dürfen, herausfinden, was hier anders ist. Natürlich der Inhalt der Truhe. Denn das sind keine Heilkräuter, sondern ein rotes Juwel. Aber jetzt Schluss mit den dreijährigen Sachen. Denn jetzt ein Rätsel für euch. Wo ich mal als Kind ebenfalls total die Zähne ausbissen habe. Also ich gebe euch jetzt ein bisschen Zeit, schaut euch mal diesen Raum an. Zwei fette Statuen, eine Frau und ein Stein unten rechts. Genug angeprägt. Dann gehen wir jetzt in den anderen Raum. Ja, hier sehen wir ebenfalls zwei Statuen, eine Frau als Statue und Steine, so ein Stein hier. Auf jeden Fall, was es mit dem Part, das Geheimnis lüften wir im nächsten Part. Ihr könntet derweil so überlegen, was da anders ist. Also, dann viel Spaß beim Rätseln, Leute. Ciao.